Möchte ich mir online irgendwo einen Account anlegen, dann komme ich meistens nicht darum, meine Mobilfunknummer anzugeben. Das ist aus vielerlei Hinsicht ein Problem für mich. Und deshalb war ich auf der Suche, um eine neue Handynummer zu generieren, die mich möglichst nichts kostet und mit der ich SMS empfangen kann. Fündig geworden bin ich bei Callia und ich zeige euch, wie du innerhalb einer halben Stunde eine neue Mobilfunknummer bekommen kannst. Ich habe euch jetzt eine MyDeal-Seite geöffnet und die habe ich euch jetzt einfach so geöffnet, weil wenn man diese Anleitung befolgt, muss man wieder mal einem Anbieter eine Handynummer geben, damit er dann den Account authentifiziert dagegen. Diese Anleitung konnte ich nicht durchklicken, Amazon schmeißt mir da immer einen technischen Fehler raus, aber im Zuge dessen wollte ich mir wieder mal eine neue Mobilfunknummer klicken, die auch SMS empfangen kann. Der nachvollziehbare Schritt wäre jetzt einmal in Google oder in der Suchmaschine eurer Wahl zu gehen und ich gebe jetzt ein, virtuelle SIM oder virtuelle SMS-Nummer oder sowas. Und dann gibt es da auch viele Anbieter, die sowas anbieten, nämlich zum Beispiel Online-SIM.io. Und die wollen aber ganz schön interessante, oder die haben eine ganz schön interessante Preisgestaltung. Was die nämlich auf einmal wollen, wenn es dann darum geht, dass man die Nummer auch wirklich alleine besitzt. Wenn ich die jetzt mir mit anderen teilen, habe ich oft das Problem, dass die Nummer eben nicht funktioniert, weil die schon ein anderer genutzt hat, zum Beispiel bei Amazon. Oder ich habe das Problem, was ja noch viel schlimmer wäre, es kann mir dann damit jemand halt einfach meinen Account klauen, weil der sich dann halt bei Amazon damit authentifiziert. Problem ist also bekannt, denke ich, und diese Nummern sind auch relativ teuer. Also ich habe da schon so Preise, wenn man die haben möchte, so bei 15 Euro im Monat gesehen, nur um die Nummer zu haben und SMS zu empfangen. Das halte ich also erstmal für keine so gute Lösung. Was können wir also dann noch machen? Naja, dann werden viele sagen, ja, da gibt es ja Netzclub. Ich google das jetzt auch gerade mal. Netzclub, die geben einem auch kostenlose Karten. Das Problem hier ist allerdings, die kriege ich per Post geschickt. Das ist absolut eine Lösung für das Problem, das ich gerade beschreibe. Aber ich müsste jetzt halt irgendwie eine halbe Woche oder so warten, bis dann die SIM-Karte kommt und erst dann könnte ich mit dem Account loslegen. Ich will euch jetzt ja eine Lösung zeigen, die in 30 Minuten funktioniert. Eine weitere Lösung wäre SIPgate Satellite, auch das würde gehen. Ich glaube, da kommt dann ein Authentifizierungsbrief, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ist schon lange her, als ich mir das angelegt habe. Problem ist aber hier kann ich gar keine SMS empfangen. Ich bekomme zwar eine Handynummer, aber SMS gehen da keine ein. Also hat sich bei mir herausgestellt, wie komme ich am schnellsten an eine SIM-Karte? Vodafone Callia, und zwar die Prepaid-Variante. Wie komme ich da drauf? Ihr benutzt bitte meinen Link in der Videobeschreibung, dann kommt ihr hoffentlich da direkt hin. Ich versuche das mit einem Affiliate-Link zu verknüpfen. Wenn ich das nicht schaffe, dann kommt hier einfach der Direktlink. Also ich gehe auf die flexiblen Callia-Tarife, also hier oben Mobilfunk aktuell, ne, Prepaid-Tarife ohne Vertrag. Und dann kommen hier so ein paar Tarife und ich will ja kostenlos das Ganze haben und nutze hier unten den kleinen Pfeil und sehe, dass es hier Callia Classic mit 0 GB gibt und 0 Euro für alle 4 Wochen. Dort klicke ich jetzt auf Callia Classic bestellen und jetzt wichtig, hier nicht SIM-Karte auswählen, sondern eSIM auswählen. Das heißt, wenn ihr ein Gerät habt, das eSIM unterstützt, ansonsten habt ihr natürlich das Problem, wie bei allen anderen Anbietern, die ich vorhin genannt habe, auch. Müsst ihr halt per Post euch das schicken lassen, dann ist auch vielleicht Callia für euch gar nicht das Richtige oder Interessante oder halt doch. Naja, mal schauen. Auf jeden Fall, wenn ihr ein eSIM-fähiges Gerät habt, dann funktioniert das jetzt hier in einer halben Stunde. Ob das Gerät eSIM-fähig ist, da kann man hier drauf klicken und kann sich so eine Liste ausgeben lassen. Ich gucke mal, ob meins überhaupt draufsteht. Nee, die ist gar nicht aktuell, also mein Pixel 8 ist da nicht drauf. Pixel 8a, geht aber trotzdem. Na, also ja, das ist jetzt nicht die komplette Liste scheinbar. Müsst ihr dann mal recherchieren, ob euer Gerät eSIM-fähig ist. Ich benutze eh schon eine eSIM, also von daher ist das jetzt für mich nichts Neues. Aber ja, die Liste ist mittlerweile doch ganz okay. Also es gibt einige, die eSIMs unterstützen. Auch die iPads sind da zum Beispiel, die iPhones sind da dabei. Und Samsung ist da mittlerweile auch dabei. Also ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass euer Gerät jetzt auch das kann. So, und hier klicke ich auf X. So, und jetzt möchte ich hier also die eSIM haben. Und hier unten muss ich jetzt ein paar Daten eintragen. So, hier muss ich jetzt meine echten Daten eintragen. Das eignet sich also jetzt nicht, um an eine anonyme SIM-Karte zu gelangen, sondern hier muss ich jetzt echte Daten eintragen, denn die werden danach einmal verifiziert. Oder ich muss hier halt klicken, steht eine andere Adresse im Ausweis, weil ich muss mich so oder so authentifizieren.
So, jetzt brauche ich auch eine gültige E-Mail-Adresse, auch die sollte mir gehören. Wie gesagt, hier geht es nicht um Anonymität, hier geht es nur darum, eine neue Nummer zu bekommen. Hier hat es bei mir leider nicht geklappt, dass ich meine eigene Domain verwendet habe, ich musste eine Posteo-E-Mail-Adresse nutzen, aber das hat auch funktioniert. So, dann kommt der zweite Schritt, den kann ich euch jetzt hier auch mal zeigen, da muss ich jetzt aber irgendeinen Quatsch eingeben. An dem Schritt bin ich dann gescheitert, also ich habe eine Catch-All-Mail, die Mail müsste jetzt normalerweise ankommen, auch wenn das natürlich eine Bullshit-Mail hier ist, aber die, also diese Mail empfange ich tatsächlich und hier kommt bei mir eben nichts an. Ich habe das in eine andere Adresse dann geändert, dann kam was an. Lustigerweise, wenn ich jetzt hier Müllmail einfach, ne? Müllmail aufrufe und mir da eine Adresse generiere, die kommt an. Also alles ein bisschen kurios, wie das Vodafone hier handhabt. Also hier habe ich mir jetzt eine Mail generieren lassen. Gehe nochmal auf Vodafone, gebe die Mail hier ein. Und da ist es schon. Den Code kann ich nicht rauskopieren, das ist ein Bild. So, und jetzt wird es wichtig, hier muss ich mir jetzt ein Kundenkennwort ausdenken. Und zwar darf das, wichtig, nur aus Großbuchstaben und Zahlen bestehen. Und es muss mindestens ein Großbuchstaben und mindestens eine Zahl enthalten. Ja, also hier aufpassen, nicht, dass der Passwortgenerator hier durchdreht. Dieses Passwort jetzt sicher im Passwortmanager speichern, denn das brauchen wir nachher, um das PDF zu öffnen, in dem dann wiederum die eSIM kommt. So, ich klicke hier einmal auf Weiter. Und jetzt kann ich mich entweder per Videochat authentifizieren, das ist die längere Variante. Wer eID schon mal benutzt hat, sollte das auf jeden Fall nutzen. Beziehungsweise fast jeder dürfte das jetzt haben, weil die neuen Ausweise nur noch mit aktivierter eID-Funktion ausgegeben werden. Das wird auch immer wichtiger, gerade wenn man Konten eröffnet oder so. Das geht wirklich sehr gut mit eID. Das ist wirklich die beste Methode, das hier zu machen. Und hier kann ich dann weiter zum Prüfen und Bestellen gehen. Und jetzt werden nochmal die ganzen Daten geprüft. Die zwei Teile muss ich nicht einhaken. Das ist nämlich die Werbeeinwilligung oder wie sie es hier nennen, Beratungseinwilligung. Und ich klicke jetzt hier nicht jetzt kaufen, das wäre ja ein bisschen gemein für Vodafone jetzt. Ich zeige euch aber, was dann kommt. Ihr bekommt dann eine Mail von der Post und die bieten euch jetzt PostIdent an, beziehungsweise PostIdent eben über Videochat oder eID, das geht beides. So, und dann gibt es halt die PostIdent App, je nach Gerät, das ihr so habt, ne, dann sollte man die runterladen. Hier gibt es auch ein Feature, das euer Smartphone unterstützen muss und das ist NFC, aber auch das können die meisten Geräte mittlerweile. Wenn es eures nicht kann, dann irgendwie das von jemandem ausleihen, dass das kann. Also es muss nicht auf dem eigenen Smartphone erfolgen. Also einfach die PostIdent-App installieren. Dann muss ich noch die PIN von meinem Ausweis wissen. Den halte ich dann an die Rückseite des Gerätes, wo eben per NFC der Ausweis ausgelesen wird. Bestätige die PIN und schon bin ich authentifiziert. Danach hat es nochmal eine Viertelstunde bei mir gedauert, bis die Mail kam mit dem PDF von Vodafone. Darin ist dann ein QR-Code und der wird dann eben abgescannt im Smartphone. Bei Android gehe ich dazu auf Einstellungen und SIM-Karten, SIM-Karte hinzufügen und da kann ich eben wählen, ob ich eine eSIM nutzen möchte oder halt eine SIM, die ich reinschiebe, eine physische. Und ich wähle dann entsprechend eSIM, bekomme die Kamera und kann dann diesen QR-Code eben abscannen. Dann dauert es ein paar Minuten, die SIM wird eingerichtet und dann bin ich eben erreichbar unter der neuen Nummer, habe jetzt eine Mobilfunknummer. Wichtig zu wissen ist, wenn ihr die jetzt zum Beispiel bei Amazon benutzt, dann ist die ja einigermaßen wichtig, denn bei jedem Login bei Amazon wird die im Zweifel abgefragt. Und diese Call-Ja-Nummern, die verfallen nach einer gewissen Zeit. Also ich habe da schon unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich habe gelesen, nach einem Jahr, wenn die nicht benutzt werden, entweder muss man die dann neu aufladen oder auch tatsächlich nutzen und genau das will ich ja vermeiden. Und da schaue ich einfach mal, was Vodafone dazu sagt. Du hast eine SMS bekommen, dass dein Call-Ja-Vertrag gekündigt wird. Hier ist ein bisschen das Problem, wenn ich diese nicht ständig auf Abruf habe, diese Karte, weil ich die zum Beispiel auf dem Handy verwende, das nur in der Ecke liegt, weil ich da halt nur so Registrierungs-SMS drauf habe, kriege ich das vielleicht gar nicht mit, ne? Also das muss man halt immer so ein bisschen im Blick haben. Aber ich habe dann halt Möglichkeiten, die ich nutzen kann, um die Karte wieder zu aktivieren. Ich kann dem Ganzen einfach widersprechen, indem ich eine kostenlose Nummer anrufe und dann eben widerspreche und dann wird die auch nicht gekündigt und damit muss ich nichts aufladen, habe die ganze Zeit auch kostenlos.
Vodafone sagt, dass die quasi bei Nichtnutzung nach 90 Tagen gesperrt wird. Ich habe meine jetzt erst erstellt. Ich bin mal gespannt, wie lange die gültig bleibt, weil ja, ich nutze die halt nicht. Ne? Ich hatte mal eine physische SIM-Karte von Vodafone. Die hat ein Jahr gehalten, ohne dass ich die benutzt hatte. Da war allerdings auch irgendwie 10 Euro Guthaben drauf. Vielleicht behandeln die das wieder anders. Also da würde ich mich jetzt nicht auf die 90 Tage verlassen. Aber das ist ja eh nur zum einmaligen Registrieren. Dann noch ein kleiner Tipp von mir. Die ganzen Anbieter wie Amazon, Google oder wo auch immer ihr euch jetzt registrieren möchtet, die werden irgendwann früher oder später auf eine Zwei-Faktor-Authentifizierung setzen. Und die nehmen dann, ob ihr wollt oder nicht, eure Handynummer, um die Authentifizierung zu vervollständigen, also Benutzername, Passwort und danach kommt dann die Handynummer. Ich würde euch dringend raten, einen weiteren Faktor zu hinterlegen, entweder zum Beispiel ein Passkey, das ist jetzt so eine recht aktuelle Authentifizierungsmethode, oder einen TOTP. Also da installiert man entweder auf seinem Android-Smartphone eine App oder man benutzt seinen Passwortmanager. Die meisten können TOTP-Codes generieren. Das sind sogenannte Authentifizierungs-Apps. Da wird man dann einfach nach einem Einmalcode gefragt. Der ist 30 Sekunden lang gültig, den gibt man dann ein und dann wird man eben nicht mehr nach der Handynummer gefragt. Es gibt ganz blöde Anbieter, die wollen dann vielleicht noch eine dritte Authentifizierung und fragen dann trotzdem nach der Handynummer. Aber für mich hat es meistens gereicht, nur beim Registrieren die Handynummer einzugeben und dann einen weiteren Faktor hinzuzufügen, sodass ich beim Login immer sagen konnte, nee, ich möchte gar keine SMS haben, sondern ich möchte eben auf diese Methode mit diesem Einmalcode zurückgreifen. Und es gibt auch Anbieter, die wollen nur bei der initialen Registrierung eine Handynummer und später kann man die dann aus dem Benutzerkonto komplett rauslöschen. Das ist natürlich die eleganteste Methode, wenn ich bei so einer Nummer Angst habe, dass ich da irgendwann keinen Zugriff mehr drauf habe. Bitte schreibt mir doch mal eure Erfahrungen mit solchen Verfahren, die die Anbieter nutzen, um euch zu authentifizieren, in die Kommentare und wie ihr das umgeht oder welchen Umgang ihr damit ganz generell gefunden habt.